Hallo liebe Leute, die heutige Tour führt uns nach Nordamerika in die Nähe von Salt Lake City in die Rocky Mountains. Gestartet haben wir bei Aspen Roof auf 2100 Meter, weiter geht's zum Timpanogos Wasserfall auf 2350 Meter, weiter zu dem Primrose Cirque auf 2600 Meter, zum Emerald Lake auf 3150 Meter und hinauf auf den Mount Timpanogos auf 3582 Meter. Der Aufstiegsweg ist gleich wie der Abstiegsweg und die gesamte Tour beinhaltet rund 25 Kilometer und 1500 Meter im Auf- und Abstieg. Und nun viel Spaß bei der Tour. Hallo liebe Leute. So, die heutige Tour führt uns einmal etwas abseits von unserer geliebten Alpen. Und zwar sind wir in Nordamerika, in den Rocky Mountains. Heute mit dabei liebe Nada. Ja, sie hat schon Angst vor Pumas und Berglöwen. Und zwar geht es auf den Mount Timpanogos, das ist der zweithöchste Berg dieser Gebirgskette da im Süden von Salt Lake City. Und gestartet wird er bei Aspen Roof, super Parkplatz, übrigens ist ein Mietauto, drumherum, fast 400 PS, ja, die Arme stehen auf sowas. ja, und los geht's, sind wir schon gespannt, was uns da erwartet. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich melde mich später wieder. Okay, passt, los geht's. Boah, da oben kommt direkt die Sonne schon raus und die Vegetation ist halt echt, merkt man sofort, komplett was anderes als wie bei uns in Europa. Also es wird echt sehr sehr interessante Tour diesmal werden. Also ganz genau heißt der Timpanogos. Okay, es wird schon kein Berglöwe sein. Ja, das sind super Karten. Das einmal. 11.749. Nicht Meter, sondern Fuß. Ja, Achtung vor Elche und Bergziegen. Naja, wird richtig unangenehm. Was am Waldweg einmal los. Aber nicht steil. Na, da ist noch ein bisschen kalt, wie man in ihrer pinken Mütze sieht. Aber da kommt langsam die Sonne. Dann wird schon wärmer. 8 Grad haben wir da jetzt beim Weggehen gehabt. Da geparkt wird auf 2100 Meter. Und der Berg ist übrigens 3580, also fast 3,6 hoch. Ja, schon fast so groß wie der höchste in Österreich. Ganz lustig, die Farbe von dem Staub, das kennt man von Europa oder die Alpen jetzt auch nicht unbedingt. Also das Farbenspiel ist da Wahnsinn. Klar, es ist schon September, es ist heute der 25. September, aber es ist echt unglaublich, wie sich da die Platteln so schön gefärbt haben schon. Das ist genau was für dich, gell? Ja, ich liebe den Herbst. Das ist, boah. Schon sehr überwältigend, ja. Aha, da ist schon angeschrieben, 7 Meilen sind rund, ja, 11 Kilometer bis zum Gipfel. Angeschrieben. Okay, wieder so ein Fall von, die Arme sind verrückt. Die haben während dem Wanderweg auf einmal ein Stück asphaltiert. Ist das ihre? Oh ja, sehr, sehr farbenprächtig. Man kann merken, ein großer Unterschied zu den Alpen und so bei uns. Baumgrenze 2000. Danach gibt es vielleicht noch ein paar kleine Streuhalm bei uns. Jetzt sind wir da auf so 2,1, 2,2. Da ist noch immer alles voller Laubwald. Sehr, sehr eigenartig. Übrigens, neue Kamera. Bin gespannt, wie die Qualität ist. 13er GoPro, zuerst habe ich die 11er gehabt. Die alte ist nämlich irgendwie verloren gegangen. Gell? Vegas. Ja, also, wenn man nach Vegas fährt, passt auf eure Sachen auf. Weiterhin asphaltierter B1-Weg, unglaublich. Aha, ein kleiner lieber Wasserfall. Heute haben wir natürlich nicht gewusst, wie viele Wasserfälle und das so weiter es gibt. Deswegen haben wir genug Trinken mitgenommen.
Ui, das ist nur für Zwerge, da muss man sich gescheit ducken. Es wird etwas alpiner. Uiuiui, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man noch nicht am Popschi landet. Aber das kann man nicht. Wenn man das Wasser trinken kann. Ich weiß nicht, wie die Trinkqualität da in den Rocky Mountains ist. Wahrscheinlich schon. Langsam war es sicher jetzt etwas steiler. Irgendwo muss die Höhenmeter ja machen. Boah, das schneide ich nicht aus. Ich bin fast gefallen. War richtig wunderschön. Traumhaft. Ja, der Blick zurück da hinten, wo er geparkt hat. Aspen Grove. Ja. Irgendwo da waren auch die Olympischen Winterspiele damals in Salt Lake. Ich glaube 2006. Daher ist Salt Lake ein bisschen bekannt. Das alles erinnert mich stark. Ihr kennt ja den Film Der letzte Mohikaner. Hast du nie geschaut, gell? Ein richtig geiler Film von den 90er. Das ganze Gebiet erinnert mich da. Gibt es ja sehr viele Indianerreservate da und so. Sehr interessant. Ups, ein bisschen die Hand braucht mir jetzt wieder mal. Alles okay. Amerikaner sind witzig. Da vorne ist einer, der putzt sich die Zähne. Einfach mitten in irgendwo. Da. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ah, die haben da so ein Zelt gehabt, wo sie übernachtet haben. So einen kleinen Steinvorsprung. Und die schon gefragt, warum der mitten in der Natur seine Zähne putzt. Wenn man da so oben schaut, merkt man, wie sanft die Hügel da mehr oder weniger sind. Wenn es bei uns, was in der Schobergruppe, wo halt dauernd allgemein oder Tirol, das ist alles so schroffer. Und da, klar, gibt es auch teilweise ein bisschen Gestein da. Aber wenn du die Hügel so anschaust, das ist alles so der Hügelland halt. Oder wie ich immer sage, Mugerland. Weil das ist alles über 2000 da. Teilweise über 3000. Dann ist das eigentlich kein Mugerland mehr. Kann sein, dass er das da oben schon ist, da hinten, mit dem Schnee. Ich weiß es nicht. So staubig da. Sieht man, dass es trotzdem sehr trockenes Gebiet ist. Jetzt waren gerade zwei paar nette Amerikaner. Dann wollen sie reden. Und wir so, ja, hallo und so. Und dann sage ich danach zu Nala, die machen Pause beim Wandern. Das gibt es bei uns nicht. Das gibt es nur bei uns zwar nicht. Also bei allen anderen Leuten schon. Okay. Man schwitzt da relativ stark. Unten hat es da so um die 30 Grad Ende September. Und oben am Berg auf 3580 Meter soll es halt 14 Grad haben. Unglaublich. Da musst du ja fast in der Badehose wandern. Wird ja nicht sein, wird ein bisschen steinig, aber jetzt auf 2,6, 2,7, sagen wir sowas, jetzt wird es ein bisschen steiniger. Der Blick hinunter bis zum Parkplatz, traumhaft diese Weite. Man möchte bitte anmerken, das Wetter. Ja, so machen wir das jetzt immer. Wenn bei uns schlechtes Wetter angesagt ist, ob noch Amerika. So ist es. Jetzt 12 Stunden. Wird vielleicht ein bisschen teuer auf Zeit. Da brauche ich noch 400 Millionen Abonnenten, dann kann ich das machen, glaube ich. Also brav abonnieren, auch Spaß, so eines haben wir nicht. Wie arg das ist. Gerade noch gesagt vorhin, es ist so heiß. Und jetzt sind es nur im Schatten, ne? Es ist eiskalt. Also ganz, ganz eigenartig. Die haben wahrscheinlich so wie überall in Amerika ihre Klimageräte ein.
Gletscher gibt es ja da nicht, aber ein paar alte Schneereste sind durchaus noch vorhanden. Aber so Absturzgelände ist da bis dato noch fast gar nichts, gell? Ja. Das ist eigentlich richtig schön zum Gehen. Weitblick hat sich auch See aufgemacht, da ganz hinten. Da geht es weiter Richtung Colorado. Übrigens, kleiner Funfact, wir haben Leute in Colorado kennengelernt und die waren sehr verwundert, dass wir keine Waffen haben. Und dass wir unser. Wir sind aus Idaho. Idaho, ist neben Colorado, genau. Und die waren sehr verwundert, dass wir keine Waffen haben und unser Fleisch selber schießen. Das ist eigentlich auch sehr interessant gewesen, gell? Frau war sehr schockiert, weil sie hat drei Waffen und hat mich ganz entsetzt angeschaut, weil ich gesagt habe, dass wir keine haben und dass wir unser Fleisch einkaufen im Geschäft. Ja. Sehr, sehr interessant gewesen. Und einmal kurz die Hand da an. Aber es ist eigentlich noch schönes Gehgelände. Ein bisschen steiler da oben. Ups. Ups, ups. Und die Platten sind relativ rutschig. Also jetzt nicht, aber bei Regen muss man aufpassen. Und das erste Mal, wo ein Absturzgelände ist, muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt vor dir vorbei. Aber wir sind auf dem Weg. Was ist das? Ist das ein Einhörnchen oder? Eine Wühlmaus. Oh, du bist ja süß. Machst du ein Baby? Und weg. Und so flott. Wir jetzt? Genau, 3000 Höhenmeter. Und man sieht, noch immer gibt es als Barmer. Es wird langsam weniger, gell? Ja, aber es ist echt herrlich und allein der Ausblick da oben. Es ist halt so ein Weitblick. Cool. Es ist halt wirklich was komplett anderes, ja, wie bei uns in den Alpen. Auf alle Fälle. Aber sehr schön. So, jetzt haben wir da mal ein Plateau erreicht. Schauen wir, was da vorne ist. Ah, da liegt sogar noch ein bisschen Schnee. Arg. Und das wären die Temperaturen. Hey, du hast ja nichts Langes an. Ja. Das hat über 3000 Meter. Da sieht man aber, wie warm da ist. Krass. Das habe ich persönlich noch nie erlebt bei ihr. Sehr cool. Jetzt geht man in dieses Car da so hinein. Rechts am Umfalle. Und irgendwo einer von dir da oben müsste das dann schon sein. So angenehm zum Gehen, weil nie richtig steil ist. Das sind wir ein bisschen. 1000 Höhenmeter haben wir jetzt auch schon wieder gemacht. Aber nie zu steil. Also geht immer ganz elegant dahin. Aber hast du gesehen, was die für eine Schuhe gehabt haben? Ja, Chucks und Skechers. Skechers. Auch wenn es leid bis D3 ist, also wegmäßig nicht schwierig, aber es ist trotzdem ein Biener Weg. Finde ich nicht so geil, wenn da jemand mit Skechers geht. Naja, aber da oben, was blinzt da aus? Ich glaube, das ist schon da. Mount Timpo Timpanogos. So. Ich warte die ganze Zeit, bis da irgendein Indianer, alle Apachen oder so, auf uns kommen. Jetzt richtiges Western-Flair da. Ist das ein amerikanisches Biwak? Kann man das so nennen? Ja, aber windgeschützt ist es. Aha, nicht schlecht. Ja, besser als wie nichts. Ah, da hinten war. Ah, wenn das Wetter umschlagt, hätte das unser Platz für heute. Da beim Schnee. Zack, zack, zack. Über den Kamm da oben rüber und von der anderen Seite hinauf auf den Gipfel. Den Weg gibt es nämlich von so einem Indianer, Bahiti-Lager, einen Weg her. Und die treffen sich halt da. Und der letzte Aufstiegsweg ist dann gemeinsam. Oioioi, Schnee. Oioioi. Alle ein bisschen.
Ja, da war jetzt ein bisschen rutschig, wo der Enkelweg war. Jetzt sind wir ein bisschen runden gegangen, da ist ein bisschen Stabschnee und wie ist es gegangen. Und was sehe ich da? Das erste Steinmännchen. Nicht schlecht. Da gibt es halt leider in Nordamerika nicht sowas wie einen Alpenverein, vielleicht sowas ähnliches. Ich weiß halt da leider nichts. Und deshalb sind einfach keinerlei Markierungen oder irgendwas. Also da sieht man mal, was unser Alpenverein da schon leistet bei uns in Österreich. Hier wäre diese Steinlandschaft. Da auf einmal ist es wieder eiskalt. Wenn du im Schatten bist, nicht in der direkten Sonne. Waldschneefelder. Und echt sehr überwältigend. Ja, das ist, glaube ich, so für Klettern nicht so schlecht. Du, ist ja ein bisschen schwieriger schon. So, die Luft wird dünner. 3400 circa. 334. Merkt man auch immer ein bisschen. Aber es geht voran. Den Mond sieht man noch einmal. Interessant. Okay, das erinnert mich jetzt aber. Wir kommen an einen Berg von uns. Das war ein Spick. Das war nicht so steil, aber ein Rutschsteil. Vielleicht bin ich in die Juli schon. Keiner weiß. Halleluja. Da ist schon ein bisschen steil aufgehoben. Ne? Sie haben schon wieder eine. Tun schon. Das ist krass, das ist so rutschig. Ja, die Amerikaner. Einfach irre. Ja, da geht's weiter. Ja, leichtes Abschutzgelände. Aber ist eigentlich breit genug. Ha! Da vorne haben wir sie. Bergziegen. Nordamerikanische Bergziegen. Dann vielleicht kommen wir ein bisschen näher. Schaut auf jeden Fall richtig cool aus. So. Jetzt sieht man das erste Mal auf die andere Seite. Oh mein Gott, ist das irre. Warum ist nee, kein Salt Lake City? Wow, da sieht man ewig weit. Krass. Hacker. Wenn du die ganze Stadt siehst. Jetzt habe ich nochmal ganz genau geschaut, da wo dieser graue Dings da ist. Darunter ist Salt Lake, da wohnen wir. Ha, richtig auch. Schöne Stadt, was man mal mit Dinger meint. Also jeder, was einmal eine nordamerikanische Stadt anschauen will, Salt Lake, lohnt sich. Was ist da? Ui, ein Segelflieger. Uiuiui. Also Salt Lake City, sehr empfehlenswert. Bei den Mormonen. Kurz müssen wir nochmal selbst verbessern. Nicht da beim der Bergerle da vorne, der Murale, Salt Lake, sondern da dahinter, genau. Es hat jetzt sehr ähnlich ausgeschaut, wenn wir gestern halt ein bisschen Stadt angeschaut haben, vorgestern. Aber es ist hinter dem Murale. Das ist alles nur Vorstadt. Vorstadt, Vorstadt, Vorstadt. Es war fast mit Handy da geflogen. 3 Meter ist runtergeflogen, aber es ist Gott sei Dank auf so einem Felsvorsprung stehen geblieben. Da haben wir noch ein Schwein gehabt. Gell? Und da haben sie unten aus einer Mauer gebaut. Das ist ja nicht weitergehen. Da sind wir rennen, jetzt mit Satellite. Und noch hat die mal leider dazu gebaut. Weil da ist so schön der Weg auf. Tuck, 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 tuck. So, das Ziel ist nah. Die letzten Meter noch einmal schön die Pumpen ausrucken. Das ist ja warm. So, Bergheil. Wir haben es geschafft, aber leider kann ich da jetzt keine Berge benennen, weil ich mich halt da überhaupt nicht auskenne. Ich glaube, das ist der Lake Utah oder so. Das ist halt schon sehr gebirgig da oben, aber es ist halt komplett anders als bei uns. Also es ist ein Wahnsinn Unterschied. Da sieht man ein bisschen die Aufstiegsroute, wo wir da vorbei sind. Da unten haben wir dann geparkt. War schon auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Die Himalaya-Bahnen haben sie da nicht schlecht.
Und das einzige Negative ist, sie haben keine Gipfelkreuzer, dafür haben sie ein Gipfelhaus. Ist ja auch was Cooles. Na echt, richtig, richtig lässig. Und nur die Weitsicht. Eben da hinten noch Salt Lake City, das war's noch. Ach, den habe ich früh auch gelesen, habe ich jetzt schon vergessen. Und ganz hinten, ich glaube, sieht man noch den Salzsee. Der soll in 4-5 Jahren weg sein. Das ist also ein Naturschauspiel. Das ist einer der größten Seen der Welt sogar. Das ist riesengroß. Naja, beeindruckend. Jetzt werden wir was essen und dann geht es weiter in Abstieg. Das ist sehr windig, sehr windig. Okay, Abstieg, Abstieg. Und irgendwie, die Raben warten schon auf ihr Aas. Ah, heute kriegen sie mich nicht. Heute kriegen sie uns nicht. Gleicher Weg zurück. Wie sage ich das immer so gern? Abstiegsweg wie Aufstiegsweg. Was wir angemerkt haben, von unserer roten Espengroove gehen die Leute nicht so oft, sondern eher ein bisschen Timpanagos. Was ich da drüben befinde, ist halt ein bisschen weniger steil und anscheinend ein bisschen schneller. Aber das machen wir daheim auch immer, die Routen gehen, die was die Leute nicht so oft gehen. Wieder ein bisschen aufpassen, aber nichts technisch Schwieriges. Da ist nochmal die Stelle, wo wir früher fast falsch gegangen sind, wo es eben da aufgeht. Da haben sie eigentlich eher eine Mauer gebaut. Eine Frage auf. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand den nachgeht, der was das Video schaut, aber wurscht. Sehr interessant gewesen, jetzt sind uns gerade einige Leute entgegengekommen, die wir am 8. in der Früh überholt haben. Die sind jetzt noch am Aufstieg, also wir sind gleich 4,5 Stunden aufgegangen. Das heißt, die brauchen jetzt noch ein bisschen auf, weil die werden noch 9 Stunden gut unterwegs gewesen sein. Weil es ist dann noch von da wieder 500 Höhenmeter. Ich verstehe nicht, weil um 7 Uhr ist Sonnenuntergang und das ist 2:30 am Nachmittag. Also keine Ahnung, was die machen. Ob die dann da wild campen oder was, aber auf die Steine und so kannst du ja auch nicht einfach schlafen. Und die sind teilweise mit so einem kleinen Rucksack mit einem Getränk. Also es ist oft schon zart und die haben halt auch viele keine Schuhe an und so weiter. Ich will nicht herziehen, aber das ist mir immer ein bisschen ein Dorn im Auge. Ich halte trotzdem meinen Mund. Ich kann da nicht jeden ahnen oder was, aber puh, da muss ich schon sagen, es läuft bei uns in Europa trotzdem etwas besser ab, muss ich sagen. Von der Ausrüstung her, die Leute, die in den Alpen unterwegs sind. Also das ist schon ein bisschen etwas schockierend. Naja, hoffen wir das Beste, dass nichts schief geht. Ich werde morgen die Espen und Salt Lake City News einmal durchforsten. Aufpassen. Nicht alles so schön fest, wie man es gern hätte. Jetzt geh da. Und das sind also Bergziegen. Schauen die irre aus. Ist das cool. Hallo. Voll getarnt. Stehen neben mir und die sieht sie nicht. Oh, die kackert. Und alle schauen ja zu. Das ist so eine Ziegen schon einmal gesehen. Krass. Mal schauen, so lieb aus, ja. So die Kleine da. Also, das ist schon was Besonderes. Mal schauen, wie lieb die sind. Oh Gott, das wird. So, das depperte Stück wieder hinter uns. Jetzt kommen wir, bei der Tour, wo man noch ein bisschen genießen kann. Traumhaft. Wie klein die Welt ist, das waren da gerade eine Auswanderin, gell? Genau, die ist halt eigentlich aus Norddeutschland, die ist seit 25 Jahren in Amerika. Und die sind immer in Bitzdorf Skifahren. Und da ist gerade ein Kollege von ihr da. Und da sind sie da mit den Ski da gerade ein bisschen umgefahren. Und jetzt steigen sie hinten wieder ab. Den Berg machen sie jetzt nicht mit. Aber wie klein die Welt ist und Deutsch reden halt doch sehr viele auf der Welt. Ist eigentlich auch sehr interessant. Ja, da haben sie ein paar Schwünger lang gemacht. Viele ist nicht, aber ein bisschen. Schaut aber trotzdem, also jetzt beim Abstieg hat man immer diese Gebirgskette da vor sich. Es schaut trotzdem atemberaubend aus. Es sind keine Alpen, es ist einfach anders.
wie steil und schroff das da aufgeht. Herunten so ein Wiesengelände und da oben überall alles Bäume, 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 alles voll. Echt irre. Dann sind wir jetzt noch deutlich über 3000 Meter. Krass. Runter, runter, runter geht's. Aber ich muss noch mal bemerken, keine einzige Wolke, ja? Nicht eine. Bleibt konstant schön. Jetzt geht die Sonne schon so schnell. Bis bitte haben wir es jetzt 4er bis noch 4er, ja? Also ein paar Stunden dauert, geht er unter. Und die bewegt sich jetzt schon so schnell. Wir kommen da nicht einmal zu Fuß nach, dass wir da in der Sonne bleiben. Aber passt gut, weil heute war ja relativ warm. So, beim Auto ankommen. Nada, was sagst du der heutigen Tour? Ja, ich finde die heutige Tour war sehr cool, weil wir in den Rocky Mountains waren. Das hat man halt auch nicht alle Tage. Die Wegbeschaffenheit war wirklich nicht schwierig für einen so hohen Berg. Und ich muss sagen, die anderen Bergsteiger alle und Wanderer waren so freundlich und lieb. Und oben haben wir dann eh nicht geplaudert mit einer Frau, was aus Salt Lake City kommt. Die hat sich dann voll gefreut, dass wir Österreicher da sind. Also wirklich ein cooler Tag gewesen. Ja, finde ich auch. Also es war wirklich einmal was Außergewöhnliches, weil wir ja immer durch die Alpen unterwegs sind. Italien, Deutschland, Österreich, einfach immer nur daheim unterwegs sind. Und jetzt haben wir einmal gesagt, wenn wir schon auf Urlaub da sind, dann machen wir einen Berg mit. Und was mir extrem gefallen hat, sind diese Bergziegen. Das schaut so viel anders aus als wie unsere. Und was mir eher ein bisschen negativ aufgestoßen ist, war halt, dass da viele wirklich also mit Turnschuhen unterwegs waren. Das finde ich halt wirklich nicht so gut. Aber ja, die Amerikaner wissen schon, was sie machen. Und sonst von der Schwierigkeit her wirklich ein relativ leichter Berg. Also wenn jemand einmal zufälligerweise in Utah, Salt Lake City, in den USA ist, dann macht es den Berg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, und jetzt fahren wir heim, was kurz essen noch, aber wer noch dran bleibt, kann noch ein paar coole Shots von Salt Lake City sehen. Thank you.